Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu den Bundesliga-Tipps. Wir tippen den 24. Spieltag und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ja, wir beginnen direkt mit der Freitagabendpartie, mit der morgigen Partie und zwar mit unserem ersten FC Köln, denn wir müssen zu Hause gegen den VfL Bochum ran. Die Bochumer, wie gesagt, haben jetzt letztes Wochenende verloren gegen den FC Schalke 04. Somit sind die Bochumer jetzt auch auf Tabellenplatz 18 abgerutscht und somit meiner Meinung nach noch wichtiger, dass wir gegen sie jetzt am Freitag dann gewinnen. Die Kölner, wie gesagt, haben ein recht ordentliches Spiel gemacht gegen den FC Union Berlin. Am Ende muss man auch sagen, hätten wir auch durchaus einen Dreier holen können, aber am Ende waren wir mit dem Punkt auch zufrieden bei den Unionern, aber wie gesagt, das war schon sehr ordentlich. Ich glaube, auch wenn man so mit der Leistung auch ins Heimspiel gehen könnte oder würde, dann wäre da auf jeden Fall auch was drin und dann wird der FC auch hier die drei Punkte holen. Wie gesagt, es ist ein extrem wichtiges Spiel, auch Erik Martel hat das auch nochmal gesagt, dass dieses Spiel einfach sehr, sehr bedeutsam ist, weil es einfach ein direkter Konkurrent im Abschießkampf ist oder im Thema Klassenhalt und wie gesagt, es ist eigentlich ein Pflichtdreier. Klar, auch gerade diese Spiele hat der FC dann gerne auch mal verloren oder unentschieden gespielt. Aber heute, also ganz ehrlich, da geht nichts drum herum. Der FC muss das Ding gewinnen und ich glaube, das gelingt uns auch. Wir gewinnen das Ding mit 2:0. Bayern gegen Augsburg. Ja, die Bayern, fangen wir mit denen an. Haben jetzt auch in der Champions League ganz souverän gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Stuttgart haben sie ebenfalls geschlagen mit 2:1. Von daher haben die Bayern da ihre Hausaufgaben gemacht. Jetzt kommt der FC Augsburg, die zurzeit echt nicht einfach zu schlagen sind. Ne? Hat man auch gerade wieder gegen Bremen gesehen. 2:1 haben sie gewonnen. Das ist, wie gesagt, keine einfache Mannschaft, die man mal gerade so eben besiegt. Trotzdem glaube ich natürlich, dass die Bayern das machen, weil, wie gesagt, Augsburg zwar eine echt gute Mannschaft hat, aber Bayern ist einfach zu stark. Ist einfach so. Deswegen mein Tipp, 2:0 ebenfalls für... Aber nee, doch 2:1. Doch, ich glaube schon, dass die Bayern auch wieder ein Gegentor kassieren werden, war ja auch gegen Stuttgart so. Und gerade die Augsburger sind auch meiner Meinung nach, können auf jeden Fall auch in verschiedenen Phasen dann auch mal das 1:0 erzielen oder das 1:1. Deswegen sage ich hier ganz klar, Bayern gewinnt es aber trotzdem mit 2:1. Leipzig gegen Gladbach. Ja, die Leipziger. Fangen wir mit denen zuerst an, denn die haben 2:1 verloren gegen Dortmund. Man muss echt sagen, die erste Halbzeit war Dortmund klar überlegen. Danach kam Leipzig dann doch relativ gut in die Partie. Aber am Ende brachte es eben den Leipzigern nichts mehr. Am Ende hat Dortmund das Ding eben gewonnen mit 2:1. Die Gladbacher haben 0:0 gegen Freiburg gespielt, meiner Meinung nach. Ja, kann Gladbach damit zufrieden sein? 0:0 ist okay. Haben sozusagen eine kleine Reaktion gezeigt auf das letzte Spiel, was sie getätigt haben, wo sie ja dann verloren haben. Ja, jetzt Leipzig wird natürlich deutlich schwerer, glaube ich, als Freiburg. Deswegen, ich glaube hier, dadurch, dass Leipzig natürlich auch um die Champions League mitspielen möchte, werden sie das auch machen und zwar mit 2:1. Frankfurt gegen Stuttgart. Die Stuttgarter. Fangen wir mit denen zuerst an. Wie gesagt, bittererweise 2:1 verloren gegen Bayern. Ist natürlich ärgerlich, aber da keine Punkte gibt, habe ich mir auch schon fast gedacht. Frankfurt wird natürlich auch kein einfacher Gegner. Haben 2:2 gegen Wolfsburg gespielt. Das war wirklich ein Spiel, was rauf und runter ging. Also da wollte ich mich sowieso auf gar keinen Sieger festlegen. Das war wirklich Wahnsinn. 2:0 geführt, glaube ich, die Wölfe. Dann, oder 1:0 geführt, dann 1:1 gemacht. 2:1 hat Frankfurt das gedreht. Und am Ende konnte Wolfsburg da noch den Ausgleich erzielen. Ich glaube, so rum war es genau. Und wie gesagt, Frankfurt zurzeit echt eine sehr, sehr starke Mannschaft. Sieht man auch in der Tabelle. 6. Tabellenplatz. Stuttgart, wie gesagt, spielt ja um den Abstieg. Deswegen wird das, glaube ich, auch eine sehr, 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 sehr spannende Partie, weil Stuttgart eben auch alles dafür tun wird, um da gegen Frankfurt was zu holen. Ich glaube, am Ende wird Frankfurt knapp 1:0 gewinnen. Hertha gegen Mainz. Die Herthaner haben 4:1 verloren gegen Leverkusen, was ich persönlich echt sehr, sehr krass fand. Also, wie gesagt, habe ich so nicht erwartet, dass die Leverkusener so deutlich gegen Hertha BSC gewinnen. Ja, die Mainzer, wie gesagt, haben da aufgehört, wo sie auch zuletzt aufgehört haben. Und zwar haben sie gewonnen gegen Hoffenheim, knapp, aber am Ende gewonnen, 1:0. Ja, jetzt gegen Hertha, das erste Auswärtsspiel nach den 2 Heimspielen. Ich glaube wirklich, dass die Mainzer das wieder machen könnten, weil die Herthaner einfach
sehr, sehr schwach zurzeit sind. Ich meine, das zeigt ja auch die Partie gegen Leverkusen. Deswegen mein Tipp, die Mainzer machen das am Ende mit einem 2:0. Schalke gegen Dortmund, ja, das Revierderby. Da sind natürlich alle heiß drauf, ganz klar. Ob jetzt Schalke, Dortmund oder einfach nur Fußballfans, da freuen sich alle drauf. Ja, Schalke gegen Dortmund. Dortmund, wie gesagt, Marco Reus wohl noch nicht, oder hat jetzt wohl einen realen, also ist krank und kann somit sehr wahrscheinlich nicht gegen Schalke spielen. Julian Brandt fällt ebenfalls aus, genauso wie auch jetzt für gegen Köln. Ja, also Dortmund ein bisschen ersatzgeschwächt, oder sagen wir es mal so, ein bisschen geschwächt. Die Schalker natürlich hoch motiviert, gerade nach den, ja, ich glaube, die sind jetzt 6-mal in Folge ungeschlagen. Wie gesagt, davor ja diese 0-0-Serie und jetzt halt auch 2-mal gewonnen. Einmal gegen Stuttgart, jetzt einmal gegen Bochum. Die haben auf jeden Fall Bock und gerade zu Hause kann da natürlich ordentlich der Kessel brennen, das ist ganz klar. Dortmund, wie gesagt, ebenfalls nicht schlecht, spielen ebenfalls um die Meisterschaft mit. 2-1 gewonnen gegen Leipzig. Die Dortmunder wollen natürlich auch gegen die oder damit die Bayern nicht da weiter Vorsprung kriegen, wollen sie natürlich auch gegen Schalke natürlich gewinnen und weil es einfach ein Revierderby ist, ganz klar. So, wer wird das Ding denn machen? Ja, also ich glaube, es wird keine deutliche Nummer. Das hatte ich eigentlich am Anfang echt gedacht gehabt. Aber dadurch, dass Schalke, wie gesagt, so eine breite Brust jetzt hat, die spielen zu Hause, der Kessel wird, wie gesagt, brennen. Und das wird, glaube ich, ein richtig, richtig, richtig knackiges, richtig enges und richtiges, ja, geiles Spiel, glaube ich. Am Ende wird Dortmund es dann doch machen, glaube ich, weil einfach die Qualität dann am Ende mehr ist im Kader. Schalke wird, denke ich mal, gerade ab der 70. eben auf dem Zahnfleisch laufen. Deswegen glaube ich einfach, dass Dortmund das macht. 2-1 für Dortmund, aber es wird, wie gesagt, eng und es wird eine richtig, richtig knackige Partie. Freiburg gegen Hoffenheim. Ja, die Freiburger, fangen wir mit denen zuerst an. 0-0, wie gesagt, gegen Gladbach gespielt. Hoffenheim ist im Abstiegskampf komplett drin und ja, hat auch ebenfalls auch gegen Mainz 1-0 verloren. Jetzt gegen Freiburg wird es natürlich extrem schwer, da rauszukommen unten. Und ich persönlich glaube es auch nicht. Ich glaube ehrlich, dass Freiburg das machen wird und zwar mit einem 2-0. Bremen gegen Leverkusen. Ja, die Leverkusener haben sich ein bisschen warm geschossen. Sozusagen 4-1 gewonnen gegen die Hertha. Jetzt geht es gegen Bremen. Die Bremer haben 2-1 knapp gegen Augsburg verloren. Hier, dadurch, dass ich noch gar kein Unentschieden getippt habe, ist das für mich eine Partie, die auf jeden Fall unentschieden ausgehen könnte, weil Bremen zu Hause spielt. Bremen will natürlich da Punkte holen. Leverkusen will auch weiter Punkte holen, um vielleicht doch, um das internationale Geschäft vielleicht doch noch mitzuspielen. Deswegen glaube ich hier an ein 1:1. Lücke wird natürlich wieder, also Füllkrug wird natürlich wieder ein Tor machen, das glaube ich schon. Aber eben Leverkusen auch und somit 1:1. Kommen wir nun zur letzten Partie des Spieltages und die ist Wolfsburg gegen Union Berlin. Ja, die Union haben, wie gesagt, 0-0 gespielt und da waren sie eigentlich echt noch gut mit bedient mit diesem 0:0. Die Wölfe haben 2:2 stark gespielt gegen Frankfurt. Also wie gesagt, das war für mich echt auch ein richtig gutes Spiel von den beiden Mannschaften, Frankfurt sowie auch Wolfsburg. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ja, jetzt gegen Union wird es ähnlich schwer wie gegen Frankfurt, glaube ich. Wie gesagt, die Unioner zurzeit auf dem 5. Tabellenplatz, die Wolfsburger auf dem 8. Wolfsburg will auch um die internationalen Plätze mitspielen. Union, ja, steht zurzeit auf dem internationalen Platz, wollen vielleicht auch noch mal ein bisschen die Fühler in Richtung Champions League ausstrecken. Aber am Ende ist das hier auch eine Partie, meiner Meinung nach, die unentschieden enden könnte. Und zwar genau das gleiche wie letzten Spieltag für die Wölfe, in dem Fall 2:2. Ja, das sind meine Bundesliga-Tipps. Schreibt gerne mal eure Bundesliga-Tipps in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, morgen natürlich live hier auf YouTube. Würde mich extrem freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Wie gesagt, es läuft ja auf DAZN. Für alle, die keinen DAZN haben, schaut gerne meinen Stream. Dann, ja, wäre auf jeden Fall eine gute Alternative. Und ist vor allem auch kostenlos. Also von daher eine Win-Win-Situation sozusagen. Also seid gerne dabei, würde mich extrem freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, ebenfalls gerne Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Würde mich extrem freuen. Und ich sag mal, bis dahin, macht's gut. Euer Niklas und ciao.